Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Das Ionentor, wie auch immer. In letzten Part sind wir im Wunderwald gelandet. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Na los, an die Arbeit. Baba, du hast verstanden, was unsere Aufgabe ist, oder? Mal finden und in die Karte abjagen, die uns um den Sternjuwelen führt. Und dann machen wir mal und seinen Kumpanen einfach fertig, oder? Also nach meiner Information müssen wir bald hier vorbeikommen. Du lässt ihn auf und greifst dir die Karte. Baba, was versuchst du da eigentlich zu verstecken? Oh, das hier, das habe ich gerade an dem Baum da drin gefunden. Ist dieses Kulier nicht wirklich wunderbar? Da könnte ich einfach nicht widerstehen. Also wirklich, heb doch nicht alles von der Straße auf. Abgesehen davon gibt es wichtige Dinge zu tun, meine liebe Barbara. Zeig mir die Zeichnung, die von Kursius von diesem Mario gegeben hat. Was? Ich habe die Zeichnung nicht, wirklich. Die wichtigen Sachen nimmst du doch immer. Sein Unsinn, ich habe sie nicht. Du solltest sie nehmen. Wir versagen und jetzt willst du mir die Schuld in die Schuhe schieben. Aber. Pondillo. Was willst du jetzt schon wieder, Roberto? Was, ein Kerl mit einem Schnauzer? Also was haben wir jetzt wirklich keine Zeit? Spar dir das für später. Was dich angeht, Paolo, kann es wirklich nicht fassen, dass du die Zeichnung verschlammst. Aber, ich glaub mir, ich hab sie nicht. Schweig, du unfähige Hexe, es reicht. Wie kannst du es wagen, mir auch noch zu widersprechen? Mit deiner Frechheit verdient eine harte Bestrafung. Und deshalb gehört das Kulier, das du gerade gefunden hast, erst mir. Aber Bonthülo, das ist ja so ungerecht. Ups. Das können wir ablegen. Sollen wir mit denen reden? Hallo. Was ist du, Wurzelzwerg, verschwindet? Du störst. Das ist nicht schlecht. Okay. Dann gehe ich halt. Jetzt bin ich. Bis ich kämpfen wollen, kann ich nichts dagegen machen. Kann man auf den springen? Kumpane, wir finden das raus. Antwort, nein. Ja, ich brauche nur 9, dann... Achso. Und ein Powerhaften. So, wie viel sind das? 8. Natürlich wieder um einen. Das ist eh immer so klar. Ja, weg. Nein. Na. Da drüben, der große Baum da. Das ist der Baum, in dem wir Bubus leben. Aber leider nicht nur wir, sondern auch Picatus und Fortalos. Los, Mario, mir noch. Was ist da rechts eigentlich, bevor ich da jetzt weitergehe? Da rechts wird es auch weitergehen, aber ich habe keine Ahnung, was da ist. Können wir es ja später mal anschauen. Mal so langsam. Großer Baum. Was ist denn? Was ist?
Seht nur diese Tür, die war hier früher noch nicht. Und sie geht nicht auf. Dabei dachte ich, jetzt können wir sie alle retten. Ja, man hilft uns jetzt auch nicht weiter. Wir müssen was tun. Ich hab's. Was hat er denn? Mubo hat vor langer Zeit etwas von einem Geheimgang erzählt, der ins Innere führt. In der Nähe muss er irgendwo sein. Aber wie sollen wir diesen Eingang finden? Was können wir nur tun? Was geheim ist, ist geheim. Wie sollen wir den Eingang da denn finden? Bei dem Eingang ist dieses unsichtbare Ding, das müssen wir beseitigen müssen. Aber wie sollen wir etwas beseitigen, das wir nicht sehen können? Ich hab's, Arionen. Und dann Arionen-Künstler werden uns bestimmt weiterhelfen. Daher ist eine städtliche und betörende Dame, die hier im Wald lebt. Sie ist ein Wolkengast und sie herrscht über die Winde. Stimmt, kannst du diese unsichtbare Ding einfach wegblasen. Der Marions Villa liegt ganz tief im Wald. Gehen den gleichen Weg zurück, den wir gekommen sind. Und dann zu ihr. Hätte man sich gleich machen können? Ich schaue so hin und her. Ach, dieser Wald ist wirklich ganz sauber. Hier ein Haus zu bauen war die beste Idee, die ich je hatte. Wieso? Der Frieden. Es ist alles ganz anders als damals. Kein Pompon, überflüssiger Luxus. Der Werk hier gibt mir neue Lebenskraft, neue Energie. Und mit jedem Tag sehe ich frischer aus, fühle mich jünger. Diese kleinen Bus aus dem Baum sind auch wirklich ganz liebreizend. Aber bleibe ich noch lange hier? Wird die Sehnsucht nach Leben mich verzehren? Ach, diese schillende Welt, das Theater, wie konnte ich sie je vergessen? Also, hoppala. Jeder Zweifel, der Schauspieler ist und bleibt doch meine Berufung. Aber von meinem Comeback sollte ich Körper und Geist noch etwas in Form bringen. Ein bisschen Make-up unterstreicht meine natürliche Liebheit. Oh. Schock schwer, no, das ist weg, verschwunden, Mann. Was ist verschwunden? Das, was der Schattentrio hat, ist es das? Ich weiß es nicht. Komm, sag, wenn wir von hier aus immer geradeaus gehen. Alles klar. Sieh immer geradeaus. Er sagt immer geradeaus, also gehen wir immer geradeaus. Dann machen wir auf den da einen Kopfsprung. Ich mag den mit ein paar Haar wegmachen. So ein Level Up haben wir auf jeden Fall einmal. Das heißt, auf dem Vorderen sollte ich nicht drauf springen vielleicht, ne? Ups. Das war gut. Ich bin das nicht zahm. Au. Zehn Sternpunkte. Nice. Level up. Was ist die Frage? Blütenpunkte? Dann machen wir mal in KP. Blütenpunkte. Kann man dann wieder als nächstes machen. Ich muss wahrscheinlich hier darauf. Weil ich sehe da so ein Ding, so eine Flugplattform.
Es geht sich nicht aus. Wie komme ich sonst weiter? Ach so. Ja, habe ich nicht gesehen. Der Bube da hinten. Ja, der erste Sternsplitter. Der ist ein Insigne. Ja. Nein. Nein. Ich will. So. Ich hätte gerne die Insignia. So. Aber jetzt könnte ich es schaffen, oder? Ja, aber ganz knapp. Kann man nicht irgendwie anders ein Teammitglied? Also ich drücke immer B statt A. Was ist das? Erdbeben, geh weg. Seht nur da drüben, das ist Madame Allianz Anwesen. Ich muss mich nicht hören. So. Also man muss jetzt daher gehen, um zu erfahren, dass es gestohlen ist und dann nochmal da dann hin und her oder was? Ups, falsch. Entschuldigung. Wahrscheinlich das ist sein, vielleicht geht sie ja gerade im Wald spazieren. Na, gucken wir mal nach. Madame Ariona, sind Sie zu Hause? Verschwindet, niemand betritt diesen Raum. Madame Ariona, sind Sie da drin? Moment mal, das hört sich ja an wie... Das ist doch... Bubelio, oder? Schön, dass du wieder da bist. Kann ich irgendwas für dich tun? Also da wäre tatsächlich etwas, wobei sie uns helfen könnten. Wir kommen nicht in den großen Baum hinein. Der Eingang ist versperrt. Deshalb kann ich nicht zu meinen Freunden und Mario findet sein Sternjuwel nicht. Und sie, ob sie uns wohl helfen können, den geheimen Eingang zu finden? Tatsächlich, da hat er sehr extra hergekommen. Ja, ich habe wirklich gerne helfen, mein Kleiner. Aber ich stecke in einem fürchterlichen Dilemma. Auf keinen Fall werde ich dieses Zimmer verlassen. So oder nicht? Und mein kostbares Kollege verlasse ich niemals das Haus. Und ich fürchte, ich habe es irgendwo draußen verloren. Dieses Kollege würde ich mich niemals vor die Türe wagen. Ein schönes Bett und verkommen, wenn ich es nicht trage. Ein Kollege dafür habe ich als Dame natürlich falsches Verständnis. Moment, ein Kollege. Es fällt mir ein, irgendwie ist mir, als hätte ich das gerade gehört. Wisst ihr wirklich etwas über meinen Kollegen? Für euch an, sucht es für mich und bringt es mir zurück. Wenn ihr das tut, bin ich mit Freude bereit, euch zu helfen. Keine Sorge, Madame Ariona. Mario macht das mit links. Oder Mario? Natürlich. Also, dann lasst uns sofort losgehen und das Kollegen suchen. Oh, danke. Es gibt also doch noch galante Männer. Ja, und jetzt dürfen wir den ganzen Weg wieder zurückgehen, ne? Das kann doch nicht wahr sein, Ponthilda. Erst beschuldigst du mich und dann hast du die Zeichnung doch selbst. Ach, sei doch still und mach nicht aus jedem Mücken einen Elefanten. Schauen wir uns lieber die Zeichnung an. Ich glaube... Verdammt, das war doch der Kerl mit dem Schnauzer von vorhin. Das wollte ich doch.
Das ist doch jedenfalls Barbara. Das ist alles deine Schuld. Was wolltest du noch grüßen? Wie bitte? Du hast doch... Schweig, kein Widerrede mehr. Du bist... Eigentlich wollte ich das Kollege zurückgeben, aber so nicht. Smooth. Das lasst euch gefälligst was einfach, wie wir diesmal finden. Also... Also Mara findet, also ich brauche sich Mara finden, Mara kommt eh zu euch. Keine Sorge. Euer Freund Mara kommt ihr. Ja. Ich muss nur extra gegen das Schattentrio da kämpfen, ne? Wow. Ich hoffe, man kommt dann automatisch wieder daher. Ich tue jetzt aber den Kampf da fliehen, weil das ist... Ist das dann ernst? Na Gott sei Dank. Geh weg! Nein! Ich mag es nicht kämpfen. Ich hab keine Lust zum Kämpfen gerade. Also mit den Feinden. Ich kämpfe jetzt eh gleich. Gegen den Schattenträger. Nein. Nein. Geht's weg? Ist das euer Ernst? Oh, Wahnsinn. Wie viele Pflanzen sind da? Na, das ist doch auf dieser Zeichen sah er so intelligent aus mit seinem Schnauzer. Und da läuft uns dieser Auto direkt in die Arme. Die da, die hatten das Kollege. Was? In die Arme laufen? Was soll das denn heißen? Hihi, ich habe nichts gegen euch persönlich, versteht das nicht falsch. Dass ihr hinter dem Shiny-Juwel her seid, gefällt mir überhaupt gar nicht. Dann muss ich euch leider aus dem Weg räumen und mir diese Karte schnappen. Ist er von der Karte und den Sternjuwelen? Seid ihr etwa die Prinzessin? Wer seid ihr eigentlich? Nur wenn ihr das unbedingt wissen wollt, man kennt uns. Schattenladies. Schattenladies? Aber du dummes Stück, verschwafelst du da? Schattentrio, Trio! Ladies, lächerlich, Ladies sind. Das sind wir, aber du bist nur eine blöde Nuss. Sag mir, Pontilla, das ist mir so ausgerutscht. Ausgerutscht oder nicht? Dafür bekommst du noch eine angemessene Bestrafung. Pontilla, Schnuff. Als erst müssen wir diesen Mal erledigen. Also, auf ihn, Roberta, Papa. An diesem Tag und die Gegner mit den Schattenträgern soll er noch lange denken. Na gut. So. Das erste, was ich mache, ja. Ich tue mit ihm mal scannen, ne? Anfangen mit Baba. So 10 haben die. Boah, ich wollte auf alle 3 springen. Au. Ah, dann scannen die zweite. Aber jetzt ein Multisprung. Das schaffe ich dieses Mal? Nein.
Ja. Feige Danke, Falco, doch. Ich muss die noch scannen. So. Ich hab einen Honig und einen Honig. Einen Honig und einen Honig. Mhm. Machen wir Maxi Beam, wie man das heißt. Drücke in den richtigen Moment. Ah, okay. Nein! Fünf. Gar nicht so schlecht. Ich hab das jetzt nicht gelesen, aber ich sag au. Au. Okay, das ist dumm. Ja, Mare, dann nehmen wir Pilz. So, kann ich sie schon mit dem Powerhaar erledigen? Ja. Und dann... Ja, was soll ich jetzt machen? Meine Dings ist um 2 geschrumpft, was soll ich denn jetzt machen? Ich esse mal einen Honigsirup. Besser als nichts momentan, wie es ausschaut. Ich glaube, das Ding stirbt jetzt. Ja. Nein! Wie viel macht das? Nix. Cool. Ja, ich bin auch tot, wenn es so weitergeht. Ja, und tot. Ja, war klar, dass ich besiegt wird. Warte, habe ich gespeichert, bevor ich rausgegangen bin? Ja. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder bei den Schattentrio. So, da sind wir wieder im Kampf. Austauschen mit Kupio. Ich mach. Also 9, 12, 9 war das, ne? Das mache ich als erstes. Na 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Also zweimal mit dem Hammer auf dem ersten. Na. Der arme Kupio, lass Kupio in Ruhe. Ja, ich spam auch. Ich weiß, dass mir das nichts bringt.
Die erste sollte jetzt dann tot sein, ne? Ups. Ja. Aber die anderen zwei sollten auch nicht mehr so viel haben jetzt. Der Kupia hat die Angriffskraft das verringert gekriegt, das heißt, ich muss austauschen. Und am Maxi geben, zahlt sich das jetzt noch aus, ich weiß nicht, wie viel Leben wir noch haben. Aber wird schon passen. Nein! Ah, das war schlecht. Eine Münze erhalten. Dann nehmen wir Honigsirup. Ich soll es aber schaffen. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie viel wir noch aushalten. Ist Barbara tot? Ja, Roberto meine ich. Ja, ich kann leider nichts machen mit. Soll ich ihn heilen? Ich heile mal. Es gibt noch einer. Hat das gereicht? Hat gereicht. Fahrwein ist schwer, Second Try gibt's ja nicht. 33. War nicht so schwer. Wir haben dich wohl doch etwas unterschätzt. Und was euch angeht, Roberta, Barbara, wir hätten ihn geschlagen, wenn ihr beide Blindgänger euch angeschenkt hättet. Macht euch auf eine zukünftige Abreichung gefasst. Alle beide. Oh, jawohl. Alles klar, wir sollten es hier zurückbringen. Jetzt renne ich in die Feinde noch ran. Ich habe eh keine Energie dafür. Einfach weg davon. So, das heißt auf zu Ariona. Oh, Wahnsinn. Es wird immer so lang der Part bei mir, ne? So, ich muss darauf. Da muss er hinfliegen. Falsch. Ich kann es überhaupt nicht. Ich mag wieder Campina haben, weil Kupio redet. Also Kupio sprechen ist ein bisschen scheiße für mich. Ich mag nicht gegen die zwei kämpfen. Ich weiß, ich brauche die EP, die Sternpunkte. Aber ich mag gerade nicht kämpfen. So, wo sind die Leben da? So. Ja, wenn man doof ist, so wie ich, dann verliert man auch gegen das Schattentrio. So, bevor wir sprechen, so Ariona.
Oh, ihr habt mein Kollege wirklich gefunden. Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Aber es ist mir so peinlich, euch ohne dieses Kollege unter die Augen zu drücken. Ich lege das Kollege vor die Tür und warte einen Moment. Oder bist du ja wieder mein treuster, schönstes, liebstes Kollege? Oh, und du musst Mario sein, der Retter meines Kollegen. Ach, was für ein verwegener Held. Wie kann ich dir nur jemals danken? Oh, lass dich in meine Arme schließen. Und dies sei das Zeichen meiner unendlichen Dankbarkeit. Sie küsst den Schuh. Mal fliegt nur macht Game Over. Oh. Er geniert sich, wie es ist. Aber du sagst etwas von Sternjuwelen, nach dem du suchst, Mario. Sind das etwa die gleichen, von denen in der Hohlinger Legende heute ist? Nach Sternjuwelen zu suchen, welch verlockendes Abenteuer. Oh, wie konnte ich einer solchen Verlockung widerstehen? Und nicht zuletzt, diese betörende Schnauze hat mir völlig den Kopf verdreht. Bitte dich, Mario, nimm mich auf dein Abenteuer. Ariona gehört zum Team. Die Fähigkeiten kann ich hier auch erklären. Ich weiß eh ungefähr, wie es geht. Warte, wo haltet Mario da? Ich will nicht wissen, wo er sich festhält. Das schaut auf jeden Fall komisch aus. Aber Mario, du bist ja ein echter Herzensbrecher. Mit der Mario ist sonst nicht so leicht zu beeindrucken. Was für ein Glück, dass sie mit uns kommt. Also auf zum großen Baum. Mit eurer Hilfe werden wir den Geheimeingang mit Leichtigkeit finden. Ja, aber das machen wir im nächsten Part. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Part. Ja, wieder da. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen freuen. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das sehr gerne tun. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis bald und ciao.